Erneut willkommen zurück zu meinem Let's Play von Okami HD. Es freut mich, dass ihr wieder mal eingeschalten habt. Und, Amaterasu, was machst du da? Sie legt sich einfach mal hin und ist müde. Nein, es ist jetzt keine Zeit, sich auszuruhen. Wir müssen was tun. Wir müssen nämlich die Wächtersprösslinge wieder zum Leben erwecken. Oder besser gesagt, wieder zum Blühen bringen, weil seht euch mal das Hanatal an. Zum Großteil ist es nämlich komplett verflucht. Ja, das hier ist eine verfluchte Zone. Wenn ich da reingehe, dann verliere ich ebenfalls meine Lebenskraft und das ist natürlich nicht so gut. Hier wäre auch schon einer dieser Wächtersprösslinge, von denen uns Sakuya erzählt hat, aber wir haben leider jetzt dabei noch keine Möglichkeit, den wieder zum Blühen zu bringen. Oh, okay, es wird gerade Nacht. Aber irgendwie... Ach so, dafür sind wieder Gegner da. Ja, komm, kämpfen wir doch noch ein bisschen. So, kommt mal her, ihr Teufel, ihr grünen und roten Teufel hier, so. Na, kommt schon. Doppelschlitz. Und Kraftstreich. Yeah, krieg ich immer Dämonenzähne. Und nimm das. Ja, ja. Oh, natürlich bekomme ich wieder ein bisschen Geld. Jawohl, das wird ein perfekter Kampf. Ja, aber eigentlich... Eigentlich möchte ich, dass Tag ist. Also, Sonne malen. Es werde Tag. Hä? Was? Habt ihr da... Da war doch gerade irgendwie... Habt ihr das auch gesehen? Da war doch gerade irgendwie so ein komischer gelber Typ. Wo ist denn der? Ich hab den doch gerade... Ihr habt den doch auch gesehen, oder? Da war doch gerade jemand da drüben irgendwo. Da! Da ist noch jemand, der ist mitten da drin. Na super, zu dem komme ich ja gar nicht. Da ist ja schon alles verflucht. Hm, na egal, ich muss sowieso da lang. Da geht es nämlich ins Hanatal zu einem anderen Wächtersprössling. Hanatal. Na, hier haben wir gleich wieder ein Spiel zum Speichern. Werde ich gleich mal machen. Und überschreiben. So, wie lange habe ich schon gespielt? Nur schon 2,5 Stunden, ne? Nicht schlecht. Aber das ist ja noch gar nichts. Ah, hier haben wir gleich mal eine Schatztruhe. Gleich mal öffnen. Bams und Reiseglücksbringer. Schützreisende vorgesehen, göttliches Schiff um 1. Wie das Wasser aussieht. Also da möchte ich nicht reinplumpsen. Hey! Das sind ja schon wieder diese komischen Teufel. Oh. Tja, jetzt habe ich sie gerade gestört, ne? Beim Feiern. Na warte. Und Kraftstreich. Gib mir eine Dämonenzahn. Jawohl. So, was hast du hier mit deiner Gitarre hier? Na gut, es ist keine Gitarre, das ist ein japanisches Instrument. Ich habe nur gerade keine Ahnung, wie es heißt. So, jawohl. Zah, Alter. Und Schlitz. So, was bist du hier? Komm her. Spüre meinen göttlichen Spiegel. So, und zack. Und voll ins Gesicht. Und so, komm her. Trottel, du. Ah, verdammt. Jetzt habe ich ihn leider nochmal getroffen. Da zählt es dann mit dem Kraftstreich nicht mehr, aber egal. Es war ein perfekter Kampf. 1200 Yen gibt es dafür. Geil. Wir haben die Monster erledigt, warum verschwindet dann die Kraft der Götter?
Ich schätze, der Fluch auf den Göttern dieses Landes muss wirklich stark sein. Sie können nicht intervenieren, solange wir uns nicht um diese verfluchte Zone gekümmert haben. Das ist natürlich richtig blöd. Da kann man jetzt nichts machen. So, warte mal, im Bestiarium müssen doch diese anderen Typen auch drin sein. Hier, Bestiarium. Genau, hier, roter Teufel. Diese lauten Spieler sind schwerer zu exorzieren als die grünen Teufel. Eines Nachts hörte ein Mann lauten Musik und ging hinaus, um die Quelle zu finden. Im Schatten versteckt sah er seine Chance kennen. Also sah er, wie die Teufel aufhörten zu spielen, Sake tranken. Seine Chance kennend griff er an, der Mann holte aus und zertrennte die Saiten der Laute mit seiner Klinge. Die Teufel verschwanden in einer Wolke aus Rauch. Es ist ratsam, die Saiten mit dem Pinsel zu zerschneiden. Ja, das mache ich auch. Ja, hier war wie gesagt grüner Teufel und roter Teufel, das sind gerade mal zwei von ziemlich vielen verschiedenen Gegnern. So, was haben wir hier noch? Logbuch ist neu, Journal, Geheimnis des Hanatals. Es gibt hier einen Ort, den man Hanatal nennt. Dort gibt es einen unglaublichen Wasserfall, aber die Monster leben jetzt. Achso, ja gut, das sind immer diese... Das sind Zitate von irgendwelchen Leuten, die wir getroffen haben. Hier, Wächtersprössling-Problem, das ist eben von Sakuya, was sie uns gesagt hat. Da können wir das einfach nur nochmal nachlesen. Tierliste ist jetzt hier neu, ne? Hintergrundmaterial zu den Tieren, die du gefüttert hast. Da haben wir einmal den Spatz. Diese kleinen Vögel fressen Samen auf eine ordentliche Art. Was ich auch gut finde, wir sehen ja hier eine Prozentanzeige. Und da können wir sehen, wie viele Tiere dieser Gattung wir schon gefüttert haben. Also ich habe schon 16% aller Spatzen gefunden und 28% aller Hühner. Ah ja, diese Haustiere sind total versessen auf Samenkörner. Und dann haben wir gerade mal 4% aller Hasen. Diese Grünfutterfresser sind für ihre großen Ohren bekannt. Und ihr seht ja... Diese ganzen Felder, das sind alles noch Tiere, die ich später in meinem Abenteuer noch alle treffen werde. Also das sind schon einige. Also ich hoffe wirklich, dass ich 100% aller Tiere füttern kann. Das wäre irgendwie cool. Habe ich nämlich leider privat nicht geschafft, weil ich irgendwie ein paar übersehen habe. Und hier Schatzliste, Aufzeichnung der seltenen Schätze, die du gefunden hast. Weil selbst wenn wir sie verkaufen, bleiben sie hier drin gespeichert. Ne? Hier Libellenperlen und hier Holzbär. Auch wenn jetzt hier 0 steht, aber wir haben es wenigstens einmal da drin. Also ich will gucken, dass ich zumindest alle Arten von Schätzen zumindest einmal gefunden habe. Und die sind auch wirklich nur dazu da, sie zu verkaufen und Geld zu bekommen. Also es gibt eigentlich keine Leute im Spiel, die jetzt sagen, ey, bring mir Libellenperlen, dann kriegst du das und das. Das ist in dem Spiel halt nicht so. Da sind die Schätze wirklich nur dazu da, um an Geld zu kommen. Aber hey, da habe ich nichts dagegen. Und ihr seht hier, es gibt 3 Seiten voller verschiedener Schätze, die wir finden und verkaufen können. Das ist auch nochmal richtig viel wert. Gut, verstreute Perlen, wie gesagt, habe ich bisher nur eine. Wir sehen auch hier eine von 3. Also hier in dem nächsten Gebiet gibt es dann 3. Ich glaube, das ist das Dorf Kamiki. Das könnte das Shinshu-Feld sein. Da gibt es dann 6 verstreute Perlen. Und das Hanatal scheinbar nur eine, glaube ich, oder irgendwie so. Ich weiß nicht. Bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, aber ich werde bestimmt noch mehr von denen finden, also macht euch mal keine Sorgen. So, hier, zack, bam. Erhalten Futtersack Fisch. Frischer Fisch, unwiderstehlich für Tiere, die Fisch fressen. Na bitte, habe ich sogar einen gefunden. Gut, dass ich keinen gekauft habe, wäre eh schade an das Geld gewesen. So, Alter, wie sieht's denn hier aus? Das ist das Hanatal. Sieht ja furchtbar aus. Hey, guck dir diesen Baum an. Er bewegt sich. Pass lieber auf, Emi. Genau, diese Dinger. Wow, diese Bäume greifen uns nämlich an. Und wenn ich aber einen rechten Moment mit einem Kraftstreich die Kugeln auf sie zurückschleudere, dann... Haha. Emi, hast du gerade das getan, was ich glaube? Und dass du es getan hast? Hast du den Kraftstreich benutzt, um die Frucht auf den Baum zurückzuschlagen? Er hat seine Medizin zu Kosten bekommen. Lass uns schnell an diesen unheimlichen Baum vorbeigehen. Solange wir können. Ja, also, wie gesagt, die Bäume sind dadurch betäubt, wenn wir im rechten Moment diese komischen Kugeln, die sie auf uns werfen, mit dem Kraftstreich auf sie zurückschleudern, müssen wir aber mit dem Strich, den wir malen, richtig gut treffen. So, los, du auch, hier, komm, so. Wir halten hier zum Glück auch immer die Zeit an, wenn wir malen. Also könnt ihr gar nichts machen. Edgy Badge. So, hier geht es weiter. So, komm, wir sind schneller, wenn es geht. Hilfe! Wow! Na warte! Take this! Was ist das denn? Die Statue ist ganz schmutzig. Tut mir irgendwie leid, dass sie an so einem Ort stehen muss. Ja, ist leider so.
ist das denn hier? Alter, neue Gegner hier. So, erstmal seid ihr hier dran. Und Schlitz. Und du auch. Und nimm das. So, das hier ist ein gelber Teufel, der mit der Trommel. Wow, der kann hier Erdbeben machen, der gräbt sich immer die Erde ein. Komm her, du Feigling. Zeige dich. Wo bist du? Da. Komm her. Hey, was soll das? Komm her. Versteck dich nicht. So, ich muss aber leider immer warten, bis er rauskommt. Hier, so. Von hinten angegriffen. So, und jetzt Kraftstreich. Zah. Alter, voll zerteilt. Das sieht immer so brutal, dass man die voll zerteilt. Und, okay, das war jetzt nicht so schnell, aber es gab einiges an Geld. Was soll der Lärm? Ach, du bist es, du Kläffer. Was machst du hier? Geh nach Hause. Ich hab dir bereits gesagt, dass ich keinen Schüler gebrauchen kann. Jedenfalls ist das Hanatal kein Ort für einen Hund wie dich. Dort hinten ist mein geheimer Trainingsplatz. Es ist der perfekte Ort, um sich zu verstecken. Ich meine, um zu trainieren. Und jetzt, hau ab, hinfort mit dir! Tja, da ist echt Susanne und irgendwie scheint er hier aber nicht wirklich weiterzukommen, hä? Was zum Kuckuck soll das hier sein? Ansehen. Wow, sieh dir mal die Wandmalerei an. Ich habe gehört, dass ein Kristall, der Bäume wachsen lässt, irgendwo hier aufbewahrt werden soll. Aufgrund dieser Malerei würde ich sagen, dass das Gerücht stimmt. Trotzdem, irgendwas stimmt nicht. Findest du nicht auch? Es fehlt irgendwas auf dieser Malerei. Genau. Und wisst ihr, was hier fehlt? Natürlich die Sonne. Und die werde ich jetzt mal reinmalen. Was um Himmels Willen? Wie ist das passiert? Nun, jetzt kann ich mich verstecken gehen. Ich meine, jetzt kann ich trainieren gehen. Diese Susanne ist so komisch und so verrückt irgendwie. Tja, jetzt haben wir gerade irgendwie die Wand verschwinden lassen, weil ich hier eine Sonne hingemalt habe. Aber wo könnte dieser Kristall sein? Vielleicht ja da hinten irgendwo. Also dieses Wasser hier, das sieht aus wie... Das sieht aus wie Dünnpfiff. Da möchte ich wirklich nicht reinfallen. Ist ja ekelerregend. Das kann nicht gesund sein. So, hier machen wir einfach einen Wandsprung. So. Was für ein seltsamer Ort. Ist das wirklich der geheime Trainingsplatz, den Susano erwähnte? Wo ich schon von ihm spreche, wohin ist der Alte denn, überhaupt? Ja, keine Ahnung. Moment, was steht hier? Komm schon, lesen. Heiliger Baum Kirschwasserfall. Ich habe hier nirgendwo so etwas wie einen heiligen Baum gesehen. Ist so, und ich glaube, dieses Ding, da ist der Baum. Oder? Was ist denn mit diesem winzigen Sprössling los? Ich rieche einen schwachen Duft, als ob Sakui aus diesem Sprössling käme. Ja, Leute, das ist der
Wächter, Sprössling des Hanatals. Der ist allerdings wirklich nur ein ganz kleiner Spross, der ist noch nicht mal ein Baum. Da müssen wir was dagegen tun. Ich verstehe. Darum ist also ein Altar hier. Er dient zur Verehrung der Sonne, die hier in das Tal hineinscheint. Mhm. Was ist denn mit dieser Pfütze los? Sieht ganz schön abgehalftert aus für einen angeblichen Großaltar. Ich wette, hier war früher einmal etwas drauf. Ja, genau. Und was auch immer da drauf war, das muss ich jetzt erstmal suchen gehen. So. Hier brauche ich natürlich wieder meinen epischen Kraftstreich. Yeah. Und schon geht's weiter. Ah, hier kann ich wieder speichern. Ja, warum nicht? Zwischenspeichern kann nicht schaden. Und überschreiben! Mhm, schon 2 Stunden 43 gespielt, na okay. Aber ich habe da noch ein bisschen Zeit eingeplant für diesen Part. Was nun? Du widerliche Bestie, wie bist du hierher gekommen? Widerliche Bestie? Du hast ganz schön Mut, in meinen geheimen Trainingsplatz rein zu schleichen. Jetzt wirst du meine neue Geheimtechnik zu spüren bekommen. Deine widerliche Bestie sieht für mich wie ein gewöhnlicher, schläfriger Bär aus, Alter. Genug geredet. Meine Klinge verlangt zu kämpfen. Jetzt komme ich. Susanoo-Stil. Susano! Su! Sa! No! Susano! Und nun der Susanoo-Stil. Explodierende Implosion! Das wird dir eine Lehre sein, du närrische Bestie. Du bist meiner neuen geheimen Technik nicht gewachsen. Ruhe in Frieden, widerliche Bestie. Der große Krieger Susano verurteilt die Aggression, nicht den Aggressor. Aber es gibt noch weitere Monster, um die ich mich kümmern muss. Also wenn ihr mich fragt, ist der irgendwie nicht ganz dicht. Jetzt pennt er hier einfach mal so. Mann, er schläft immer noch wie ein... nun ja, ein Bär. Was für ein Schnarchen. Dagegen hört sich Susanoos Schnarchen an wie das Schnurren eines Kätzchens. Naja, das ist ja... Susanoo ist ja auch kein Bär, ne? Hey, aufwachen! Ja, kaum zu glauben, dass er einen Ort wie diesem schlafen kann. Ja, dann lassen wir ihn lieber schlafen. Wichtiger ist nämlich das hier. Der Kristall ist mit Blättern gefüllt. Wurde dieser Kristall bei Ritualen für eine gute Ernte oder so etwas benutzt? Hey, war auf der Malerei nicht auch so ein Kristall zu sehen? Das ist wohl wahr. Den muss ich nämlich wieder dorthin rollen, wo er hingehört. So, einfach hier lang rollen. Vorsicht. Schön langsam. So, hier hoch und dann in diese kleine Wasserpfütze hinein. Komm schon. So, hoch.
So, und jetzt? Ah, komm schon. Nach unten. Nach unten. Aber nicht hier. Nein, nicht hier. Nicht hier. So, in die Mitte, bitte. Ja, genau. Hier hin. Ja. Ja. Wow, irgendjemand hatte eine Menge freie Zeit, um sich das hier alles auszudenken. Also das war die Kugel auf der Wandmalerei. Ich wette, der Kristall ist magischer Natur oder so etwas. Das kannst du laut sagen. Ja, wow, irgendjemand hat eine Menge freie Zeit. Achso, ja, okay, das... Der hat jetzt nur das wiederholt, was wir eh schon wissen. Jetzt müssen wir allerdings noch etwas tun. Ich muss hier nämlich noch eine Sonne malen. Und zwar da oben. So, aufpassen. Hey, ist das ein Wächtersprössling? Er ist ganz verwelkt, wie die anderen. Was zur Hölle? Wer hat das Licht ausgemacht? Oh, es ist eine weitere Konstellation, Amy. Ja, und das bedeutet, wir lernen wieder eine neue Pinseltechnik. So, hier fehlen jetzt aber zwei Sterne, und zwar einmal hier... Und einmal hier. Ah, also, Quelle alles Guten und unsere aller Mutter. Mein Dank dafür, dass du meinen Körper von seinem Schlaf erweckt hast. Bitte akzeptiere meinen untertänigsten Dank für deine große Freundlichkeit. Ich, Hanagami, ein Gott der Flora, gebe dir glücklich meine Kraft. Setze sie nach deinem Ermessen ein. Das war Sakigami, einer der Götter der Flora. Anscheinend kann die Pinseltechnik blühende Pflanzen zum Blühen bringen. Man muss einfach einen Kreis um die Krone eines verwelkten Baumes malen. Hey, vielleicht kann man damit auch die verwelkten Wächtersprösslinge wieder zum Blühen bringen. Oh ja, jetzt passiert gleich was richtig mega geiles, wenn ich das mache. Also haltet euch fest. Wow, sieh nur, wie schnell alles wieder gewachsen ist. Sakuya hat nicht übertrieben, was die Macht der Wächtersprösslinge betrifft. So sieht das Hanatal also wirklich aus. Es scheint so, als hätte Sakuyas Wächtersprössling den bösen Fluch gebrochen. Ich weiß nicht, wie schwach die Götter in letzter Zeit geworden sind. Aber es muss eine verflucht starke Macht gewesen sein, die diesen prächtigen Wächtersprössling unterdrückt hat. Sogar wenn du die wiedergeborene Shiranui bist. Wir können hier an einer größeren Sache dran sein als erwartet. Hey Amy, was ist mit dem verwelkten Wächtersprössling außerhalb? Ich wette, du kannst ihn genauso wiederbeleben, genau wie diesen. Und indem du den Wächtersprössling wieder zum Leben erwächst, können wir wahrscheinlich den Fluch dort auch aufheben. Auf was warten wir noch? Nicht lange nachdenken, los geht's! Ja, ich meine, war das jetzt gerade wieder mal richtig episch geil, wie das Hanatal wieder vom Fluch befreit wurde. Also das war einfach nur geil. Ich meine, die Musik und das ganze Wasser und die Blüten und alles, das war, oh, das ist immer so wunderschön. Das, oh, also einfach nur geil.
Aber ich glaube, es wäre jetzt an der Zeit zu speichern und wieder mal Schluss zu machen. Den anderen Wächtersprössling im Schienschuhfeld, den werde ich dann im nächsten Part wieder zum Blühen bringen. Also, dann werde ich mal hier schön speichern bei diesem Spiel. Und dann war es das auch mal für diesen Part. Bin auf jeden Fall sehr zufrieden, ich habe wieder eine weitere Pinseltechnik gelernt. So, überschreiben bitte. Und schon, na, fast schon 3 Stunden gespielt, nicht schlecht. Okay, also dann, ich darf mich mal wieder recht herzlich verabschieden. Das war's für diesen Okami HD Part. Und im nächsten Part geht's, wie gesagt, zurück ins Shinshu-Feld. Oh yeah, also bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüssi.